Vorne mitgelaufen ist Dietmar Milonik viele Jahre seiner Karriere. Ganz vorne ist er allerdings nur einmal, 1986 in Madrid, in einem der spannendsten 3000-Meter-Rennen in der Geschichte der Hallen-Europameisterschaften. Schmeil ist in Führung, gestern Angriff von Dietmar Milonik. Milonik hat ein starkes Finish. Mai führt, kommt aber jetzt nicht heran. Mai in Führung, Milonik ist Zweiter. Campos oder Milonik? Und er ist Milonik. Milonik oder Mai? Und Milonik gewinnt. Milonik wird hier Europameister. Eine fantastische Leistung des 30-jährigen Kärntners. Sein größter internationaler Erfolg. Er hat bei großen Titelkämpfen immer wieder Spitzenplätze erreichen können, hat aber nie...